Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gundila Reist. Schön, dass du wieder dabei bist. Willst du wissen, wo du die schönsten Naturregionen in Deutschland findest? Wo du dort am besten übernachten kannst? Was es da an spannenden Aktivitäten gibt und welche regionalen Köstlichkeiten du dort genießen kannst? Wenn ja, dann bist du hier genau richtig und ich lade dich ein, mich auf meiner Entdeckungstour durch unsere nationalen Naturlandschaften zu begleiten. Weit über 100 dieser Naturschatzkammern haben wir in Deutschland. Dazu zählen Biosphärenreservate, Wildnisgebiete, Naturparks und Nationalparks. In dieser Folge sind wir immer noch in der schönen Naturlandschaft Oberlausitz, welches auch das Land der 1000 Teiche genannt wird und über eine sehr abwechslungsreiche und einzigartige Flora und Fauna verfügt. Die unentdeckte und unterschätzte Oberlausitz liegt direkt im Dreiländereck zwischen Deutschland, Polen und Tschechien im Bundesland Sachsen. Neben den Naturschätzen und der bunten Tierwelt verfügt die Oberlausitz über eine facettenreiche Kultur, bietet ein faszinierendes Angebot an Freizeitaktivitäten für die ganze Familie an und es gibt dort einmalige regionale Spezialitäten wie zum Beispiel den Lausitzer Fisch. Und man kann dort hervorragend für sehr faire Preise individuelle, großzügige Ferienwohnungen buchen. Als Gebiet, wir sind wahrscheinlich, da wird es nicht viele Biosphärenreservate geben, die noch weniger Einwohner haben. Wir haben auf unseren 30.000 Hektar knapp 9.000 Einwohner. Also es ist eine Dichte von knapp über 30 Einwohner pro Quadratkilometer. Deutschland hat, glaube ich, was von 260, 65 pro Quadratkilometer Einwohner. Also wir sind auch eine sehr, sehr dünn besiedelte Region. Und das sind so eine Highlights, wo sehr viel naturkundlich interessierte Personen direkt hierher kommen. Und bei uns ist es weitgehend auch noch ruhig. Man kann auch die touristischen Angebote nutzen, ohne dass da ganz, ganz viele Leute sind. Also auf unseren Wegen, Wanderwegen, Radwanderwegen, Lehrpfaden sieht man schon den einen oder anderen Gast noch. Aber man ist da auch in weiten Teilen ganz mit sich, der Familie und der Natur alleine unterwegs. Also es ist im Balance, der Tourismus im Balance mit Natur- und Umweltschutz. Richtig, voll im Balance und kann sogar auch im touristischen Sinne noch gesteigert werden. Man kann in dem Naturparadies Oberlausitz wunderbar Erholungs- und Erlebnisurlaub machen und sich in eine der schönen Ferienwohnungen einbuchen. Die Links zu den Unterkünften, die ich besucht habe und empfehle, findest du unten in der Beschreibung. In der letzten Folge haben wir uns ja einige schöne Beispiele genauer angeschaut. Solltest du diese Folge verpasst haben, dann schau dir diese gleich im Anschluss nochmal an. Und bitte nicht vergessen, mir zu schreiben, ob es dir gefallen hat. Ich freue mich auf dein Feedback. Was macht die Region sonst noch so wertvoll? Über 5200 Tier- und Pflanzenarten sind dort zu Hause. 1200 auf den sogenannten roten Listen, also ganz selten bis hin zum Aussterben bedroht. 1200 Arten. Und da sind natürlich so seltene Sachen wie der Wolf dabei, wie der Fischotter, wie der Biber, wie der Kranich. Das sind alles Arten, die wir hier recht häufig haben und wo in anderen Regionen Deutschlands und der Welt sehr selten geworden sind. Wir haben Wiedehopf, Eisvogel, das sind so Highlights, aber in unserem täglichen Tun sind das für uns gar nicht mehr so die ganz großen Highlights, weil wir die überall haben. Ja? Aber für unsere Besucher ist es immer wichtig, dann zu sagen, ja, die müssen mir jetzt nicht die Gottesanbeterin zeigen, sondern mir würde der Eisvogel schon reichen, wo wir sagen, na ja, den können Sie eigentlich, wenn Sie sich Zeit nehmen, auch selbst beobachten. Ja? Wir haben ja Angebote an den Teichen, wir haben Aussichtsplattformen, wo Sie auch den Seeadler sehen. Der Seeadler ist ja unser Aushängeschild im Biosphärenreservat. Wir haben die größte Seeadlerdichte eines Schutzgebietes in ganz Deutschland. Wir haben jetzt in den letzten Jahren 27 Brutpaare auf unseren 30.000 Hektar. Man kann eigentlich nicht den Seeadler bei uns übersehen. Jetzt treffe ich den Ranger Mike Rogel an einem der Lehrpfade im Biosphärenreservat. Wir befinden uns gerade hier auf dem Teichlehrpfad in der Teichgruppe Guttau, der unter der Regie des Biosphärenreservates angelegt wurde und auf etwa 6,5 Kilometer Strecke als Rundweg angelegt ist. Und wir sind hier gerade an einer Station davon, an unserem schönen Schilfsteg, der hier vor 2 Jahren errichtet wurde und zur Besucherlenkung gedacht ist und zur touristischen Gebietsentwicklung dient.
Wir haben neben dem Teichlehrpfad Guttau auch noch einen Lehrpfad, der Heide und Wald betrifft. Das ist in Gräber. Und wir haben den überregionalen Seeadler-Rundweg. Der ist richtig 86 Kilometer lang, ist der hier das Gebiet durchstreift und zum Teil durchquert. Das ist auch sehr sehenswert. Und wer gern mit dem Fahrrad unterwegs ist in dieser schönen Umgebung, kann man das auch den Leuten empfehlen. Es gibt die Möglichkeit, über das Biosphärenreservat Führungen zu bekommen. Also die Lehrpfade, da kann sich ja jeder so informieren, wie ich jetzt hier. Was kostet sowas dann? Das ist kostenfrei bei uns. Wir bieten das für alles, was mit Kinderbetreuung und außer gewerbliche Firmen, die jetzt zu uns kommen und sagen, hier, ich habe hier 50 Mann im Bus, das wäre dann zu bezahlen. Aber ansonsten jeder normale Bürger, der hier dran teilnehmen will, für den ist es kostenlos. Das Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft bietet ein vielfältiges und besonderes Angebot an Touren, Veranstaltungen und Projekten zur Umweltbildung an, was speziell bei unseren Kindern sehr beliebt und zudem sehr wertvoll ist. Die Links zu den Angeboten und dem Programm findest du natürlich auch unten in der Beschreibung. In der nächsten Folge geht es um unsere Naturlandschaften im Allgemeinen. Wisst ihr, wie viele Nationalparks wir in Deutschland haben? Was der Unterschied zwischen einem National- und einem Naturpark ist? Und was unsere Naturschatzkammern an wertvollen Freizeitaktivitäten bieten? Wenn ihr das wissen wollt, dann seid nächsten Sonntag auf jeden Fall wieder dabei. Und wie immer freue ich mich natürlich über dein Abo, dein Like und ganz wichtig, über dein Feedback. Bitte nutzt die Kommentarfelder und schreibt mir, welche Themen euch noch mehr interessieren, auf die ich in Zukunft noch tiefer eingehen soll. Bis zum nächsten Mal. Bleibt bitte gesund. Eure Gunilla.